macht er? Der zeigt irgendwo drauf. Krass. Okay. Wie mache das? Wie mache war das? Ach, guck mal. Alter, lass mich hier hoch. Ich raste aus. Oh, die Splitter will ich noch haben. Yay. Jetzt, wo der tot ist, komme ich da hin. Na gut, das ist jetzt ein bisschen leichter hinzukommen. Oder auch nicht. Guten Tag. Wow, klappt. Gut. Sehr gut. Das ist ja hier traumhaft. So, wunderschön. Und wir können weiter. Kontrollpunkt aktiviert. Ne? Alter, noch mehr. Alter, was macht der mit mir? Hau ab! Hau ab! Boah, die sind ja gemein. So. Tüder! Hol mal! Kreditpunkte, das. Tempo, das. Oh, extra Leben, cool. Da komm ich her, ne? Jo. Definitiv. Ihr seid also wirklich versessen darauf, mich abzuservieren, was? Tja, wenn ihr was von diesem Magnus wollt, müsst ihr an Jeff, meiner grausamsten S1-Wächtereinheit, vorbei. Er ist etwas exzentrisch, aber richtig tödlich. Ja, Jeff, da kommen ein paar Idioten zu dir, die ich nur zu gerne loswerden würde. Ich bin Arachnis, der Spinnenkönig, Herr aller Spinnen. Hä? Okay. Wie du meinst, töte sie einfach endlich, okay? Nein! Ich habe jetzt die... Güte, Jeff ist wirklich besessen von dem Spinnending. Ich habe da so eine Idee. Wie alle VFR-Kolonien ist die Anlage mit Desinfektionssprühern ausgestattet, um dieser lästigen Blisskäferplage Herr zu werden. Wenn Jeff das einatmet, haut ihn das vielleicht um. Ach komm, ich hole mir die Sachen doch noch. Komm, scheiß drauf. Komm jetzt sowieso nicht mal zurück. Obwohl die ja sowieso bloß eine Zeitlänge sind, ne? Oh, hallo. Achso, bereits im Besitz, okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh, guck mal, die ganzen Hände sind hier am Britzeln. Und hier haben wir was. Was? Keuch, Giftgas, tödlich für Riesenspinnen. Ich töte diese Narren besser. Ah, das war ne. Alter, da schießt hier. Kleine Robotermenschen. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Zurzeit konzentriert er sich sehr.
Oh ja, Spinnenbaby. Ja, einfach hier ranzugehen, ist vielleicht auch ein bisschen dumm, ne? Okay, wir machen ziehen dem gar nichts ab gerade. Okay, was machen wir mit dem? Okay, pass auf. Komm mal her. Ziehen wir den irgendwas ab? Doch, ein bisschen was ziehen wir ab. Gut. Aber wir sollten vielleicht, wenn es rot wird, weggehen, wa? Uah. Okay. Alter Schwede. Mach Biu Biu. Warten wir mal, bis die Abklingzeit jetzt. Weg hier. Alter. Aua. So eng. Ich hab wieder ein neues Level, Na, das verlangsamt ja alle. Erhöht Basisschaden aller Nahkampfangriffe. 6 Sekunden lang Bewegungstempo. Das. Danke. Auf ein neues. Mein lieber Freund. Was? Das ist spinnisch für bestätigt. Was ich Software aktualisiert. Bevor er sich aktualisiert, aber Vorsicht. Nahkampf gegen einen wandelnden Todespanzer ist nicht zu empfehlen. Wie wär's mit dem Desinfektionssystem? Doch, was ist denn los? Ich hoffe, ihr gehört das Geräusch nicht. Komm schon. Kann nicht das wahr sein. Komm schon. Bubidi bub bubidi bub bubu. Komm mal hin. Boah. Wie lange es halt dauert, bis dieses Scheiß. Okay, und das ist das nächste. Ja, komm schon. Komm schon. Komm. Au, 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 au. Mit dem Gas passiert mir viel zu häufig. Arachnis evakuiert. Alter! Du hässliches kleines Vieh. Firmware-Downloads abgeschlossen. Diese Spinne hat neue Zähne. Alter! Aua, au, au, au. Leck mich doch am Arsch. Wenn ich jetzt hier reingehe, ist wieder. Okay. Ey, das sind so viele Sachen, die. Ja. Da oben ist er. Alter! Willst du mich verarschen? Du mieser kleiner Drecksack. Was? Seht her, Spinnenbaby. Oh, geil. Jetzt habe ich einen Angriff. Den habe ich gar nicht gerafft. Mit Dreieck. Bis zum nächsten Mal. Alter. Au. Lauf doch. So, Angriffsdrohne. Danke. Geht mir ins Netz, Leute. Genau, setzen wir mal das Ding hier ab. Ein blödes Explosionsding. Ach, also. Es ist lustig, wenn der getroffen wird. Oh, ah, ah. Der Spinnenkönig hat euch. Ja.
Bis zum nächsten Mal. Ja, muss man dann. Das zieht sich zur Aktualisierung zurück. Desinfektion des Gebäudes einschalten. Schön wieder. Da? Ja. Ach. So ein depperter kleiner Scharfschütze, was ist. Oh. Ja, da kommen sie aus ihren Ecken raus auf einmal. Hey, warum fliege ich denn jetzt? Ach, ich bin auf dem Haufen gelaufen. Angreifen bringt nichts. Die Schilde müssen weg. Ja. Er hat aber gerade kräftig gefistet, von daher. Ich bin kein Roboter. Ich bin eine Spinne. Au, 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 au. Es ist Spinnezeit. Geht mir ins Netz, Leute. Ein guter Kampf. Komm schon. Au, 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 au. Ja, da würde man wieder machen, ne? Lenk du mal den ab und ich mach das. Ja, sorry. Musste ganz kurz was gucken. Ich hatte gerade. Hab gerade geschaut, ob auch der Ton drin ist. Da fällt mir sehr früh ein, muss ich sagen. So, hat es das jetzt wenigstens das gleich. Oh, es fängt wieder von vorne an. Was ist das denn für eine Kacke? Was machen wir denn jetzt? Ich habe keinen, der mehr ablenken kann. Das ist das Problem gerade. Boah, das ist doch total bekackt. Jetzt muss ich hier. Komm schon. Was ist denn? Ich stehe doch drauf. Ja, ist klar, ne? Und ich sterbe. Und die ganze Kacke geht wieder von vorne los. Das ist etwas unfair. Komm schon, bitte. Ich bin schon wieder tot. Ja, ohne Ablenkung jetzt von der anderen Seite. Wird es sehr, sehr schwierig werden. Okay, wir werden jetzt einfach mit voller Rüstung uns da drauf stellen. Und normalerweise dürfte es das aushalten, bis ich dann verrecken werde wieder. So, drauf, los. Jetzt brauchst du erstmal die Schilder weg. Ah, siehst du? Zack, zack. Jetzt wollen wir mal, dass die Schilder wieder voll sind. Hat sogar funktioniert, wie ich das dachte. Hopp, 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 hopp. Nee, 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 nee. Das kratzt die Schilde nicht mal. Das für den Wächterbastard bloß. Erratnis inhaliert, Lungen voll Totmosch. Gehe nach draußen. Genau, mach das mal. Warte mal, ich will das noch haben. Schild unten. Chef, fertig machen. Alter, oh. Raus hier. Raus hier. Oh. Boah, ich tue den kaum was abziehen, den dreckigen Vogel. Wow. Na Gott, was hat er denn hier hingebaut? Schockgeschütz. Bis zum nächsten Mal. Der kann Schockgeschütze bauen. Wie gemein ist das denn? Ich muss weg. Irgendwas ist hier. Naja, Tschihoff. Und los.
So. Wonderful. Ey, nicht zurückgehen. Hä? So tiefe Riesenohren. Achso. Au, 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 au. Tut, tut, ich gleich. Au, 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 au. Schnappt sie euch, Brotlinge. Boah, fuck. Drei Leben noch. Ja, super. Ob ich mit den Leben da noch durchkomme, das weiß man nicht. Diese Stimme kenne ich. Das ist doch die Synchronstimme von Merle, oder? Aus Walking Dead. Das ist kein Problem, so zu sterben. Ja, sicher. Warum kann ich mich denn nicht bewegen? Fuck. Ich glaube, ich habe gleich... Los, jetzt hauen wir drauf. Los, drauf, 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 drauf. Ja, ne. Alter Schwede. Wahnsinn. Hä? Epische Ausrüstung. Kann ich mir denn jetzt hier noch irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ziemlich cool. Habe ich recht. Okay. Dann habe ich hier die Karte. Okay. Ja, meine lieben Freunde. Und jetzt habt ihr schon mal so ein kleines bisschen von diesem Game gesehen. Und ich finde es echt, ich feiere das. Es macht schon Spaß. Und man muss die richtige Figur für sich finden. Muss ich ehrlich sagen, man muss die richtige Figur für sich finden, um dass es dann Spaß macht. Wie gesagt, ich hatte die andere Figur gehabt, die ich vorhin erwähnt hatte, ganz am Anfang. Mit der war es nicht so toll. Das Spiel, das war das Spielgenuss. Aber jetzt hier mit dem Nahkampf ist schon cool, muss ich sagen. Ist schon echt cool. Wenn man so ein bisschen dahinter steigt und wenn man seine Figur gefunden hat, die ihm gefällt, ist das schon, denke ich mal, lustig. Und das Ganze im Koop hier noch genießen, das wäre natürlich auch noch cool. Und ja, ihr wisst jetzt gerade, worauf ich hinaus will. Ich will jetzt hier mit dem Angezockt Schluss machen, weil ich habe, glaube ich, lang genug gezeigt euch das Spiel. Ich habe dann eben einfach Angst, dass ihr dann sagt, toll, jetzt habe ich hier die erste Hälfte gesehen, sind schon Stunden zocken. Und wenn ich jetzt noch weiter zocke, dann ist es immer blöd, wenn man so die Vorschau sieht und dann genau den Anfang alles schön gesehen hat und sowas. Deswegen höre ich jetzt hier auf. Ich denke mir mal, das wird die Hälfte sein vom Spiel. Vom Spiel, sage ich schon. Das, die Hälfte vom Level sein, denke ich mal. Oder das Viertelste. Keine Ahnung, wie groß die Dinger sind. Auf jeden Fall, es macht mega Spaß. Wenn ihr das Game im Koop zocken wollt, dann auf jeden Fall. Grafisch sieht es geil aus mit dem Cell-Shading-Look. Und die verschiedenen Figuren, man kann gegeneinander spielen und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt zwar nicht hier probiert beim Angezockt, aber es macht einfach wirklich Laune. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Holt euch das Game, wenn euch Borderlands 2 gefallen hat, dann wird euch das hier sicherlich auch gefallen. Es ist zwar jetzt nicht so, dass ihr jetzt hier irgendwie da rumfahren müsst, Missionen machen, es ist, ne, aber es ist halt sau cool und steuert sich echt cool. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Angezockt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ich konnte eure Entscheidung, das Spiel vielleicht zu kaufen oder nicht zu kaufen, ein bisschen abnehmen. Ich würde ja natürlich sagen, kauft euch das Spiel, weil es macht echt Spaß, wie gesagt, im Team, saugeil. Und, also kann ich mir vorstellen. Wir werden es bald sehen, weil ich werde es auch noch natürlich im Team nochmal zocken, logischerweise. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao.